Unser Partner von Salzburg hilft, das Netzwerk Bildungsberatung Salzburg, stellt heute ein interessantes Angebot für Wiedereinsteigerinnen vor. Unter dem Titel Frau und Arbeit gibt es einiges Wissenswertes. Seit 1995 gibt es die Beratungsstelle für Frauen, die sich mit unterschiedlichsten Anliegen in beruflicher Hinsicht an das Team von Frau und Arbeit wenden können. Frauen sind immer noch mehrheitlich alleine für die Kindererziehung und für die Familienarbeit zuständig. Und immer mehr reicht ein Einkommen nicht aus für eine Familie, um gut leben zu können, sodass Frauen auch aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sind, berufstätig zu sein, abgesehen davon, dass sie auch das, was sie gelernt haben, selbst in ihrem Beruf verwerten möchten. Frau und Arbeit hat die Vision, dass alle Frauen, die zu uns kommen, ein existenzsicherndes Einkommen aus Erwerbsarbeit haben und dass sie selbstbestimmt leben können. Aktuell stehen 20 Mitarbeiterinnen in Frau und Arbeit mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um berufliche Veränderungen geht. Zu mir kommen Frauen, die sich für eine Ausbildung im handwerklichen oder technischen Bereich interessieren, und wenn sie dann im AMS-Programm fit sind, begleiten wir sie während der Ausbildung. Zu mir kommen Frauen mit Migrationshintergrund, die eine Ausbildung suchen oder Arbeit suchen oder ihre Qualifikation anerkennen lassen möchten. Zu mir kommen Alleinerziehende, die Beratung und Unterstützung brauchen oder Workshops besuchen möchten. Ich besuche die Frauen in den Gemeinden am Land, was dort vom Gemeindeblatt veröffentlicht wird, weil da die Hemmschwelle viel geringer ist, dass sie auch kommen. Das Team in der Beratungsstelle ist bemüht, gemeinsam mit den Frauen individuelle Lösungen zu finden. Erstens einmal schauen wir mal, was ist denn alles da, sagen auch wieder auf, okay, es gibt ganz viele Sachen, die man kann, erklären auch die Zusammenhänge, die einfach am Arbeitsmarkt halt sind. 100 Absagen heißen nicht, 100 Mal bin ich nichts wert gewesen, sondern vielleicht 99 Mal ist meine Bewerbung nicht einmal gelesen worden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und da arbeiten dann wirklich ganz individuell, und es ist uns wichtig, Schritte sozusagen, wie man wieder in die Richtung kommen kann, wo was Neues ist. Sind auch ganz ehrlich, dass es nicht leicht ist, das denke ich mal, ist auch ganz wichtig, ja, also nicht Versprechungen geben, die man nicht halten kann. Der Wiedereinstieg bietet den Frauen ja auch eine große Chance, sich wirklich neu zu orientieren und zu schauen, was ist so mein Lebenstraum, was wollte ich eigentlich immer machen, und das ist dann gerade nach der Familienzeit, haben die Frauen auch wirklich die Chance, das unterscheidet sich auch von den Männern, das Leben nochmal ganz neu zu überdenken. Die Frauen haben dann ja oft auch eine lange Arbeitszeit noch vor sich, auch wenn sie jetzt 35 sind oder auch wenn sie 40 sind und wieder in den Beruf zurückkehren, die arbeiten nur immer 20 Jahre, und das muss man sich dann einmal klar machen, dass das eine wichtige Entscheidung ist. Die Anzahl der Themen ist groß und es werden eine Vielzahl von Seminaren, Workshops und Trainings angeboten. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen. Die Seminare werden sehr gut angenommen. Wir haben manchmal so auch 2 Seminare pro Woche, auch früher auch noch in den Gauen. Der Bedarf an Seminaren steigt, weil Frauen sich sehr gerne mit Frauen treffen, mit Frauen austauschen, und auch diese Erfahrung in den Seminaren, anderen Frauen geht es ähnlich wie mir, die haben ähnliche Probleme, führt zu einer großen Motivation. Man erkennt, das Problem, das ich habe, liegt nicht nur an mir, das hat auch mit Strukturen zu tun, ist eine große Erleichterung, und Frauen haben wirklich so 1 oder 2 Tage Zeit, sich gezielt mit einem Thema mit anderen Frauen auseinanderzusetzen. Es entsteht so eine große Frauensolidarität in Kürze, und Frauen schätzen es, mit Frauen an bestimmten Themen zu arbeiten, und fühlen sich da sehr wohl und sehr geborgen. Das Angebot von Frau und Arbeit richtet sich an Frauen aller Altersstufen, die Unterstützung bei der beruflichen Integration und oder Entwicklung ihrer beruflichen Fähigkeiten und Ziele suchen. Weitere Angebote und Workshops finden Sie auch unter www.bildungsberatung-salzburg.at.